Hallihallo, hier ist Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee. Heute möchte ich euch das Geheimnis der Feuerblume verraten und dafür möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Einst, vor langer, langer Zeit, als Mutter Erde und Vater Sonne noch jung waren, schufen sie zum Zeichen ihrer Liebe, dort wo Vater Sonne die Mutter Erde mit seinen Strahlenarmen berührte, die wunderbaren, magischen Feuerblumen. Die Feuerblumen trugen das Licht und die Wärme von Vater Sonne in sich und die prächtigen Farben und die Kraft von Mutter Erde. Und diese Blumen waren voller Magie und ein Segen für diejenigen Geschöpfe, die damals auf der Erde lebten. Denn die, die um diese Kraft wussten und sie sich zunutze machten, erstrahlten selbst in dem Licht der Sonne und in den wunderbaren Farben von Mutter Erde. Und sie wussten darum, dass Mutter Erde ihre Mutter und Vater Sonne ihr Vater ist. Sie lebten als ihre Kinder, eins mit allem und mit der Natur. Und sie erblühten und strahlten. Doch mit der Zeit geriet dieses tolle Wissen in Vergessenheit. Die Menschen, die damals die Erde belebten, sie vergaßen um die Kraft der wunderbaren Feuerblumen. Und ihre Farben verblassten und ihr Licht erlosch immer mehr. Sie vergaßen sich in den materiellen Dingen und begannen dann, sich von Mutter Erde abzuwenden und von der Natur. Sie begannen, ihren Müll zu verbreiten und großes Unheil über Mutter Erde zu bringen. Und das war sehr traurig für Mutter Erde und Vater Sonne. Und sie überlegten, was sie tun könnten. Dann kam ihnen die tolle Idee. Sie schickten himmlische Verbündete auf die Erde, die dabei helfen sollten, dieses Wissen und die Magie der Feuerblumen wieder zu erwecken. Sie schickten die Feen auf die Erde, die dabei helfen sollten. Und die Feen kamen und suchten sich die Menschen, die gerne in der Natur sind und die gerne sich mit Mutter Erde verbünden und flüsterten ihnen ins Ohr. Sie flüsterten ihnen das Wunder der Feuerblumen ins Ohr. Und diese Menschen, die es als ihre Aufgabe betrachteten, zogen aus, um zu helfen, um Mutter Erde zu helfen und wieder das Licht von Vater Sonne und die prächtigen Farben von Mutter Erde hier zum Erblühen zu bringen. Genau, und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum, wie ich zu meinem Namen Feuerblume komme, und das erzähle ich euch gleich mal. Ich habe damals schon vor langer Zeit, war ich mehrere Jahre Betreuerin in einem Indianerferienlager und dort bekam jeder seinen Indianernamen. Und ich bekam den Namen Feuerblume von einem 12-jährigen Mädchen. Den habe ich dann mehrere Jahre lang getragen. Und jetzt vor noch nicht allzu langer Zeit habe ich auch mal ein paar Jahre lang Capoeira gemacht. Das ist ein brasilianischer Kampftanz. Und dort bekam auch jeder seinen Capoeira-Namen. Und witzigerweise bekam ich dann den Namen Girasol. Das heißt, wörtlich übersetzt, dreht sich zur Sonne. Oder ist auch der Name für Sonnenblume. Und das fand ich irgendwie, naja, Zufälle gibt es ja nicht, ne? Und deswegen fühle ich mich bestärkt, diesen Namen zu tragen. Und ich sehe es sehr wohl als meine Aufgabe, Mutter Erde zu helfen und hier wieder mehr Licht und prächtige Farben herzubringen. Ja, ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass Mutter Erde wieder heil wird. Und wenn ich dabei anderen Menschen helfen kann, sehe ich das sehr wohl als meine Aufgabe und diene gern dem Universum und Vater Sonne und Mutter Erde. Denn ich wünsche mir, dass wir alle wieder eins werden. Eins mit Mutter Erde und mit der Natur. Das ist mein größter Wunsch. Okay, ihr Lieben, es hat mich sehr gefreut. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mich mal auf meiner Webseite besuchen kommt. Und zwar hier. Pling! Oder besucht mich auch gern mal auf Facebook oder YouTube. Alles Liebe und bis jetzt, sagt Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee.